Sie gefragt, ob es Ihnen noch Spaß macht, in Hamburg Auto zu fahren. Das war eher rhetorischer Natur natürlich, denn die Staus in der Stadt machen einen schlicht wahnsinnig. Heute wollen wir uns den Radfahrern widmen. Die Vergnügungsfrage bleibt aber. Wir sind doch eh nichts wert, klagen diejenigen, die auf zwei Rädern unterwegs sind, häufig. Jetzt gibt es aber eine neue Idee, eine ganz eigene, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Fahrradfahren ist für Sie mehr als eine Art der Fortbewegung. Sie tun es aus Überzeugung. Björn und Till sind bei jedem Wetter mit dem Rad unterwegs. Bei ihren Streifzügen durch die Stadt erleben die beiden Fotografen oft Kurioses. Wie einen Laternenpfahl mitten auf einem Radweg in der großen Elbstraße. Die Situation für Radfahrer? Unbefriedigend. Verbesserungswürdig. Frustrierend. Wenn man sich ein dickes Fell zulegt, kann man auch in Hamburg Teil des Verkehrs sein und hier seinen Platz behaupten. Aber das ist immer nicht so ganz einfach. Björn und Till fühlen sich im Straßenverkehr oft als Buhmänner. Denn die rund 1700 Kilometer Radweg in der Stadt sind umkämpft. Fußgänger suchen ihren Weg, Autofahrer einen Parkplatz. Das führt zu Streit. Und mit Menschen, die man kennt, streitet man sich weniger. Deshalb wollen die beiden Radfahrern ein Gesicht geben. Mit ihrem Fotoprojekt We Are Traffic. Mitmachen kann jeder. Hauptsache, er liebt seinen Drahtesel. Egal was im Fahrrad, egal was im Typ, mittlerweile ist es sehr, 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 sehr bunt. Ihr Geld verdienen Till und sein Kumpel als Hochzeitsfotografen. We Are Traffic ist ihr Hobby. Seit 4 Wochen gibt es das Projekt. Mehr als 1000 Fans haben die beiden schon. Ein Shooting wie dieses auf der Veddel dauert etwa 20 Minuten. Jeden Tag wird ein Bild auf der Website veröffentlicht. Die Models melden sich über Facebook. Die Fotos gibt's kostenlos. Warum gefällt mir die Idee von We Are Traffic? Ja, weil hier in Hamburg, finde ich, ist es immer noch schwierig mit dem Fahrradfahren. Man wird doch gerne mal vom Auto irgendwie übersehen. We Are Traffic macht so ein bisschen darauf aufmerksam, wie viele Leute eigentlich mit dem Fahrrad hier unterwegs sind und wie wichtig eigentlich es ist, dass die Fahrradfahrer ja einen Schutz auch irgendwo haben auf der Straße. Im Idealfall verändern wir die Welt damit, aber das ist natürlich leichter gesagt als getan. Aber einfach, wir wollen so ein bisschen die Fahrradfahrer aus dieser Anonymität rausholen. Knapp 100 Hamburger haben bisher vor ihrer Kamera gestanden. Darüber haben sogar Blogs in Hongkong, Taiwan und Brasilien berichtet. Die beiden Fahrradfotografen Björn und Till hoffen nun, dass ihre Fotos dabei helfen, das Klima auf Hamburgs Straßen zu entspannen und den Verkehr fahrradfreundlich zu machen.